Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vitrinen-Video. Ja, ich habe mir überlegt, es wäre mal wieder an der Zeit, ein neues Update-Video zu machen. Denn das letzte Video dieser Art ist jetzt auch schon, ich glaube, 3 Jahre her. Und in der Zeit ist natürlich viel passiert. Wie zum Beispiel 2 neue Vitrinen sind dazugekommen. Ich habe einige Sachen verkauft und auch verschenkt und natürlich auch Neues dazu bekommen. Deswegen. Ja, so ein Update bietet sich jetzt gerade eigentlich perfekt an. Ich stehe hier übrigens vor meiner alten Videowand. Na, vielleicht kann der ein oder andere das ja erkennen. Denn, ich habe die letzten Tage und Wochen so ein bisschen, ja, umgeräumt und umgebaut hier, weil ich hatte einfach keinen Platz mehr für neue Spiele zum Beispiel. Und deswegen ist das Regal zum Beispiel neu. Und allgemein, mal so ein ganz kurzer Rundumblick hier. Habe ich so ein bisschen halt gewerkelt. Und das werdet ihr demnächst in einem Roomtour-Video sehen. Das erste Roomtour-Video dieser Art auf meinem Kanal. Und ja, seid gespannt drauf. Ich werde euch alles ins kleinste Detail hier zeigen, was in diesem Zimmerchen zu finden ist. Denke ich mal. Ja, so viel schon mal dazu. Ich stelle euch jetzt die einzelnen Fächer vor. Wer was nochmal genau sehen möchte in irgendeinem Unboxing, schaut in die Playlist. Merchandise und Nerd Stuff, da findet ihr den meisten Kram, wie zum Beispiel hier den Mega Buster und alles andere, was noch hier kommen wird. Ja, so viel dazu, dann switchen wir mal zur Vitrine. So, wir sind an der ersten Vitrine im ersten Fach angekommen. Ich hoffe, ihr könnt einigermaßen was erkennen, denn mein Stativ ist eigentlich nicht groß genug. Deswegen musste ich hier so ein bisschen tricksen. Ja, hier links seht ihr einen Breath of the Wild Aufsteller. Aber wenn ich euch dahin drehe, dann erkennt ihr nicht zu viel. Ich glaube, im unteren Fach, da versuche ich es nochmal, da sollte es eigentlich besser gehen. Ja, womit fangen wir an? Ich würde mal sagen mit Daronia, der schaut uns schon so lüstern an mit seinen Muskeln. Ja, Daronia habe ich jetzt schon seit, ich glaube, 5 oder 6 Jahre müssten das schon sein. Ist meine zweite Statue, aber meine erste, die ich mir wirklich gekauft habe. Die erste Statue war die goldene Link-Statue aus dem Club Nintendo. Und ja, für die habe ich damals, ich glaube, was waren denn das? 150 Euro oder so müssten das gewesen sein. Viel Geld für mich damals, gerade als Auszubildender noch, aber ich wollte sie halt unbedingt haben. Und jetzt momentan, ich glaube, unter 500 geht da wohl nichts, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Gott sei Dank habe ich sie. Bin auch froh, dass sie jetzt immer noch hier steht. Müsste mal ein bisschen entstaubt werden, wenn ich das gerade so richtig sehe. ja, dann habe ich hier noch ein Yoshi-Amiibo. Und dem habe ich hier so ein Master-Schwert in die Hand gedrückt, weil ich fand, das passte perfekt von der Größe her. Das Master-Schwert ist auch so ein Schlüsselanhänger-Set aus Skyward Sword, also hier die Relikte, die hier rumliegen, habe ich jetzt einfach mal dahingelegt. Apropos Skyward Sword, hier liegt noch die goldene Remote aus der Limited Edition. Auch immer noch schick anzusehen und ich habe bis heute noch keinen goldenen Nunchuck. Ein bisschen blöd, aber naja. Ja, und im Hintergrund seht ihr noch so 2 Notizbücher. Einmal dort und hier. Ich muss mal kurz irgendwas gucken. Und zwar ist eins von den Büchern was ganz Besonderes. Und das ist es nicht. Toll. Wo steht denn das andere? Ja, das Ding hier habe ich auf jeden Fall zweimal. Und ich hoffe, man versteht mich überhaupt, wenn ich hier so hinlaber. Ja, und das zweite Notizbuch, was ich davon habe, das ist was Besonderes. Da schauen wir nachher mal ein bisschen genauer rein, weil da steht was Besonderes drin. So, im zweiten Fach angekommen, strahlt uns wieder mal Zelda-Stuff entgegen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es gibt noch 2 Fächer mit Zelda-Merchandise. Also davon habe ich wirklich hier am meisten. Liegt halt auch darin, dass es so viel coolen Stuff davon gibt. Wie rechts zum Beispiel das Hylian-Schild und hier links der besagte Breath of the Wild Aufsteller. Erkennt man jetzt ein bisschen besser, vielleicht hat den ja schon mal jemand komplett gesehen. Wirklich sehr cool, aber es geht ja hier ums Fach. Ja, was haben wir hier so Schönes drinnen? Also hier hinten haben wir die Hyrule Historia, die englischsprachige Version. Ich habe da mal so ein bisschen reingelesen und durchgeblättert. Ist wirklich cooles Zeug, was da drinnen steht. Kann ich eigentlich jedem Fan ans Herz legen. Ist so die Bibel von The Legend of Zelda, wenn man so will.
Dann haben wir hier Link's Adventure, Zelda 2 fürs NES. Das habe ich noch gar nicht so lange, vielleicht seit ein paar Monaten. Da habe ich länger nachgesucht für die Sammlung, aber ja, auf Spiel muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Also schlechter sind eigentlich nur die Philips CDI-Spiele, wenn man das so mal krass ausdrücken möchte. Ja, dann habe ich hier noch eine Flasche Longlong Farmmilch. Habe ich auch schon seit gefühlt 1000 Jahren. habe ich damals bei eBay gekauft. Wirklich extrem hübsch und ich dachte mir, das passt doch perfekt zur alten Ocarina of Time Statue. Ja, die Statue soll Link aus Ocarina of Time darstellen. Auch wenn es so ein bisschen creepy und merkwürdig aussieht, aber ja, immerhin ist die Statue auch schon 20 Jahre alt. Kein Scheiß, die ist irgendwie aus 1997 und die gab es irgendwie damals auf der E3 oder so. Ja, habe ich auch lange nachgesucht für einen guten Kurs. Leider, ich könnte echt kotzen, ist mir sein Masterschwert, was er hinten auf dem Rücken trägt, gebrochen. Und zwar beim Umzug. Ja, konnte ich leider nicht mehr kleben, weil das Ding ist in, ja, gefühlt 1000 Teile zersprungen. Ja, wirklich ärgerlich. Aber gut, schlimmer wäre das Schild gewesen. Aber trotzdem, das ärgert mich wie Sau, ne? Ja, dann haben wir hier noch ein Metroid. Bäh, ich fasse den nicht an. Wer das Unboxing gesehen hat, der weiß, wie abartig dieses hässliche Kackding ist. Deswegen, ich fasse es nicht nochmal an. Ich nehme es echt ungern raus. Möchte ich jetzt echt nicht machen. Und ich glaube, das Ding stützt es so ein bisschen. Oder auch nicht. Ja, fragt mich jetzt nicht, wie die Figuren hier heißen. Auf jeden Fall, das ist ja, Link aus so einer Reihe von Figuren. Mal gucken, ob ich das Gesicht abkriege. Ja, so sieht Link eben aus. Dazu hatte ich auch kein Video gemacht. Das hatte ich, wenn ich das richtig weiß, ich glaube zur Gamescom so gekauft. Wirklich voll cool, kann man echt schicke Fotos mitmachen, auch verschiedene Gesichter aufsetzen, Masken und ich glaube Items auch noch. Deswegen eine sehr, sehr schöne Figur, sehr wandelbar und schick anzusehen. Also wenn man keinen Bock mehr hat, ständig die Majora-Maske zu sehen, dann tauscht man sie eben aus gegen was anderes. Das dritte Fach, man könnte es vielleicht erahnen, hat ein bisschen was mit Mario zu tun. Es ist auch eins der Fächer, wo ich sage, das ist so wie es aussieht, fertig. Also da kann und will ich auch nicht mehr machen, ohne dass es zu vollgestopft aussieht. Ja, so wie es komplett ist, da gefällt es mir doch schon ziemlich gut. Wenn überhaupt, kann man da und hier mal so ein bisschen noch austauschen. Aber ansonsten, so wie es jetzt aussieht, bin ich vollkommen zufrieden. Ja, Tanuki, den habe ich seit letztes Jahr Dezember für einen sehr guten Preis geschossen. Was war denn das? Ich glaube 80 Euro. Und für eine First Four Figures Figur kann man das auf jeden Fall ausgeben. Zumal ich hatte noch nie eine richtige Mario-Statue von denen. Hier unten, auch ziemlich interessant, ist so ein Mario Kart Diorama. Ich kann das ja einmal hier so drehen. Das hat sich irgendwer mal angefertigt oder selber gemacht und das hatte ich halt bei eBay ersteigern können. Für, was waren denn das? 40 Euro oder so? Ich weiß das gerade gar nicht. Ja, da hinten haben wir den Mario Brothers VHS Film. Also auch ein Film, über den ich nicht so viel reden möchte. Der Mario Taschenuhr, den Game & Watch Mario Brothers Toad, also hier die Toad-Lampe, ne? Kennt man sicherlich auch. Ein 8-Bit Mario und die komplette, ich glaube die erste Staffel Super Mario Bros. Super Show. Kann ich jeden ans Herz legen, der so, ja, Mario mag und auch so trashigen 90er Scheiß. Also das muss jeder mal gesehen haben. Super Mario Bros. Super Show. Sucht danach mal auf YouTube, dann findet ihr sicherlich irgendwas dazu. Ja, das vierte Fach, das kann ich jetzt gleich in einem Rutsch mitmachen, weil das ist hier unten und da steht gar nicht so viel drin. Nämlich nur das hier. Das ist dieses Figurenset, was ihr hier oben schon gesehen habt von Link. Nur als Kirby. Da kann man Kirby hier verschiedene, ja,
Sachen aufsetzen, Sachen in die Hand geben und dann sieht er halt so aus oder so. Und hier hinten sieht das dann auch mal echt interessant aus. Kann man auch sehr schöne Fotos mitmachen, was ich auch noch demnächst vorhab für Instagram. Also falls ihr Instagram haben solltet, folgt mir dort. Solltet ihr sofort finden. Herr Consolero natürlich. Ja, jetzt sind wir an der zweiten Vitrine angekommen im ersten Fach. Und wie man sehen kann, wieder komplett Zelda. Ja, ich fange mal mit dem Hintergrund an. Ganz unten links sieht man die OVP von Majora's Mask, darüber Ocarina of Time. Auf der rechten Seite das allererste Zelda für ein NES und darunter ist die Limited Edition von Skyward Sword. Fand ich so als Hintergrund ganz schick. So, da haben wir hier noch was ganz Besonderes. Nämlich eine, ja, Schatzkiste, was wollte ich denn sagen? Von A Link Between Worlds. Die hat mir der, ich glaube Juri war das, auf der Gamescom damals geschenkt. Und die kann was ganz Besonderes. Ja, da kann man nämlich 3DS-Module reinpacken. Und ich fand die halt voll cool, weil die so einen Sound macht. Also, finde ich schon sehr cool. Was man nicht erkennt, aber da muss ich nochmal reingreifen. Ja, tut mir echt leid, wenn das vom Ton her so ein bisschen suboptimal ist. Ja, eine Majora-Maske aus dem 3D-Drucker. Auch sehr schön anzuschauen, auch von der Farbe her, von der Bemusterung hier. Auch so ein kleines Highlight, finde ich. So, stellen wir mal wieder rein. Das ist bei dem Ding so ein bisschen schwierig hinzustellen, denn hier habe ich die Ocarina of Time in Keramik. Und die steht ja hier also auf... so kann man sich das vorstellen. ist eine sehr wackelige Geschichte, deswegen, das Ding ist mir schon... keine Ahnung, wie oft auf diesen Glasboden geknallt. Aber Gott sei Dank, die ist noch heil und sonst ist auch nie was kaputt gegangen. Bis jetzt. hier... cool, mein Finger sieht man sogar. Hier ist die, nicht die, sondern das Master Schwert aus Breath of the Wild aus der Limited Edition. Sieht auch sehr, sehr cool aus und wie am Anfang des Videos gesagt, es gibt demnächst ja, zwei kleine Vitrinen-Updates, wo ich einzelne Fächer umdekorieren werde. Und das Master Schwert hat damit auf jeden Fall zu tun. Mehr möchte ich noch nicht anteasern. Ja, dann habe ich hier noch... ein Horror-Kit, das gab es damals separat zu kaufen zu Majora's Mask 3D. Auch sehr, sehr cool. Ich hätte ja gerne diese Figur in groß, die gibt es ja auch so als Statue, aber unbezahlbar. Ich glaube, da werde ich noch lange, lange nachsuchen. Ja, dann habe ich hier noch so eine kleine Link-Action-Figur, die habe ich so hingestellt, also so. Weil das sieht halt echt witzig aus, wenn die Tür zu ist, also von der Vitrine. Und dann sieht das so aus, als wenn er sich dagegen lehnt und unbedingt raus will. Ja, fand ich ganz witzig. Und dahinter ist eine Linkbüste. Hat auch jemand angefertigt. Der macht das wohl öfter, habe ich so das Gefühl. Habe ich lange drauf gewartet und das Ergebnis ist einfach Bombe. Also, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde die Büste halt super gut. So, im zweiten Fach habe ich gar nicht so viel zu zeigen. Da hinten steht Samus im Zero Suit, sollte man vielleicht von Smash Bros. Kennen. Rechts haben wir den großen Wolyoshi. Ich habe immer geguckt, ob ich den großen und den kleinen irgendwie zusammenstellen kann, aber ich finde ja, den kleinen Yoshi halt bei Daronia ziemlich cool, wenn er da sein Master Schwert in der Hand hat. Hier haben wir eine kleine Lara Croft. Ne? Hat mir die Michi damals geschenkt. Echt schick, deswegen Ehrenplatz in meiner Vitrine. Und hier auch eine recht neue Statue, nämlich Tails von Sonic. Sollte man eigentlich ja auch kennen. Ich bin bekennender Tails-Fan. Also ich finde Tails besser als Sonic. Deswegen das kommende Sonic Mania, da werde ich, sofern es möglich ist, durchgehend mit Tails spielen. Jetzt sind wir im dritten und letzten Fach. Ja, letztes Fach, weil das vierte ist leer. Da habe ich noch nichts drin stehen. Und ja, wie soll ich das Fach benennen? Also, ich würde sagen, das ist so das Kuriositätenfach.
Angefangen von hinten, da haben wir hier ein Yoshi-Ei, Plüsch, ein Plüsch Fragezeichen-Block mit Sound, den habe ich damals auch geschenkt bekommen. Und darüber haben wir einen Fragezeichen-Block für 3DS-Spiele. Auch sehr praktisch. Und hier vorne halt den Crazy Shit. Power Clove, den kannten ja einige nicht in dem Unboxing, wie ich gelesen habe. Ja, dank mir kennt ihr ihn jetzt. Ist immer noch sehr abgefuckt, das Teil. Hier den Classic Game Boy mit dem Handy Boy Aufsatz. Das sieht einfach super strange aus mit dem Joystick hier. Joystick, den Action Button, den fetten Lautsprechern an der Seite. Also wer damals damit rumgerannt ist, ich weiß nicht, ob der verhauen wurde, ey. Aber ich finde, das sieht halt echt spacig aus. Und natürlich den Virtual Boy. Ja, der ist leider nicht komplett. Ich hatte immer noch vorgehabt, mir mal ein Netzteil zu besorgen, den Sichtschutz und einen Controller. Ja, aber die Sachen einzeln zu finden ist wirklich, ich glaube, eine Lebensaufgabe, wenn man nicht unbedingt viel Geld ausgeben möchte. Ja, deswegen steht das Ding jetzt als Dekoration hier. Ich habe es immer noch nicht ausprobiert, ich würde es echt gerne ausprobieren, aber vielleicht erwische ich irgendwann mal ein gutes Angebot für so ein Komplettset, wo ich wirklich alles drin habe. Netzkabel, Controller, Spiel, Sichtschutz. Ja, das wäre noch so mein Ziel, um mal Virtual Boy zu spielen. Und vielleicht würde ich dann auch die Spiele sammeln. Nun sind wir schon an Vitrine 3 im ersten Fach. Ja, ich hoffe, die Softboxen im Hintergrund sind nicht allzu störend. Aber es wäre einfach zu dunkel sonst. Ja, wie man sieht, ein kleineres Zelda-Fach. da ist wirklich noch nicht so viel drin. Angefangen von dem Ansteckpin aus der Limited von Majora's Mask 3D. Zwei Notizbücher, das eine hole ich gleich nochmal raus. Ja, auch hier so eine coole Link-Statue-Figur in einer schicken Pose. Von denen gibt es noch ein paar mehr. Da gibt es Link noch in einer anderen Pose. Da gibt es noch Zelda und Ganondorf. So. Und hier haben wir noch die OVP von Link's Awakening. Auch ein Top-Spiel. Kann ich jedem empfehlen, der es noch nicht gespielt hat. So, und jetzt kommen wir zu dem berüchtigten Heft. Das Ding hatte ich letztes Jahr auf der Gamescom dabei gehabt. Und die Heilige Schrift, da konnten denn die Leute etwas reinschreiben, die ich so getroffen habe, so YouTube-Kollegen. Hier haben wir die Mitschi, der Huli-Nerd. Oh, da fällt mir die Visitenkarte von dem Lee raus. Dante Belmont. Hier haben wir, ja, der Lee. Da ist mir gerade die Karte rausgefallen. Und die zweite. Von Bernie81. Hi, Folks. Ja. Scheiße, muss ich nachher wieder einsammeln. So, wer hatte das Geile denn gemalt? Ach ja, die Zeitzeugin Goody. Auch eine sehr, sehr schöne Illustration. Ja, Cuddy B. Das ist so ein Insider. Auch ein sehr cool. Und so weiter und so weiter. Also Animatica hat man da noch gesehen. Das Ding werde ich auf jeden Fall dieses Jahr nochmal mitnehmen. Und vielleicht treffe ich noch den einen oder anderen, der letztes Jahr nicht da war. Zum Beispiel Finchi, der war letztes Jahr nicht dabei und der soll da auch nochmal reinschreiben. Jetzt sind wir in der Handheld-Fraktion angekommen, wie man unschwer erkennen kann. Ja, alle Handhelds habe ich hier leider nicht reinbekommen, weil sonst würde das einfach zu vollgestellt aussehen. Deswegen, die werden jetzt gleich noch kommen in der anderen Vitrine. Ja, angefangen von hinten, da habe ich so einen riesen Gameboy-Koffer. Da kann man den ganzen Classic Gameboy reinpacken mit Spielen und ich glaube, ja, Batterien passen da auch noch rein. Hier haben wir einen Game & Watch stehen, normalen GBA. Den Game Boy Color in der Pikachu Pokémon Edition mit der Game Boy Kamera drauf. Und nochmal ein Classic Game Boy. Der hat aber was Besonderes. Der hat nämlich Licht. Paling. Mega gut, habe ich auch schon voll lange mitgespielt. Link's Awakening im Bett zum Beispiel oder abends auf dem Sofa mit dem Licht im Hintergrund. Ja, funktioniert das halt mega gut.
Fach Nummer 3 und 4 filme ich jetzt mal gleichzeitig, weil, ja, hier sieht man, ist ja auch nur eine Sache drin. Nämlich der Megabuster von Mega Man. Wirklich cool, da kann man hier so reingreifen und kann damit so schießen. Also das Ding, das war echt so ein Highlight im letzten Jahr für mich. Fand ich halt super gut, also würde ich immer wieder kaufen. Ja, hier unten sieht man Mario, den habe ich auch schon seit, das sind glaube ich auch so 4-5 Jahre oder so, von Bandai in so einer riesigen Display-Verpackung. Wirklich voll cool, ist leicht vergilbt durch die Zeit, auch so an den Handschuhen gerade. Wirklich schade, aber naja, gut, kann man jetzt auch nicht ändern. Hier unten ein Pokéball. Da kann man auch 3DS... Ah, guck mal. Ist ja nicht so, dass ich das letztens noch gesucht habe. Aha, gut zu wissen. Ja, ein Pokéball aus der... lasst mich überlegen. Ich glaube, aus der Edition XY. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. XY müsste das eigentlich gewesen sein. Und dann habe ich hier noch so eine Bügelperlen-Person. Das soll mich darstellen. Das hat auch die Michi für mich gemacht. Kann gut angehen, dass ich das bin. Mit viel Fantasie, also gerade von den Haaren her, könnte das ungefähr hinhauen. Das ist, glaube ich, mein Triforce-T-Shirt, Augenfarbe blau natürlich, Sakko. Ja, finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. So, die letzte Vitrine des Abends und hier geht die Handheld-Geschichte weiter. Ich ziehe das mal kurz raus. Auf der linken Seite haben wir den Game Boy Advance SP im NES-Style. Sieht halt voll gut aus, ist auch noch schön erhalten. Ich finde das Design halt sehr schön. Ist leider ein 001 Modell für die Sammler unter euch. Das rechte Advance SP Modell ist halt in der Tribal Version und ist ein 101er. Heißt, der hat Hintergrundbeleuchtung und der halt nur frontal. Das seht ihr ja auch, weil der heller ist als der und ja, so eben. Und in der Mitte der Nintendo DS, der allererste von gefühlt, ja, 5 Millionen. Ne? Also, was gibt's, wie hieß das Ding jetzt? New Nintendo 2DS XL. Oder? Was für ein Blödsinn, ey. Ja gut, wer den haben möchte, viel Spaß damit. Ich find's halt ein bisschen unnötig. So, dann haben wir hier noch ein, ja, eine Luigi-Figur. Auch schon leicht mitgenommen, wie man an den Handschuhen sehen kann. Auch schon leicht vergilbt, auch so billig Plastik. Sieht aber schick aus. Und schon etwas cooler ist hier dieses Luigi's Mansion 2 Diorama. Wirklich sehr cool. Ich wünsche mir echt ein neues Luigi's Mansion, weil damit habe ich richtig viel Spaß gehabt. Im zweiten Fach haben wir auch so ein Sammelsurium an verschiedenen Sachen. Hinten ist hier so ein Super Mario Bros. Spiele und Geschichten. Ich guck mal, dass ich das hier so ein bisschen gebeugt vorstellen kann. Es ist hier halt so ein Kinderbuch, wo man Spiele machen kann, Geschichten vorlesen. Dann kann man hier wieder so Spiele spielen. Ist wirklich sehr cool und für die Sammlung auf jeden Fall gut zu gebrauchen. Dann haben wir hier noch ein Dumbboard. Ist so eine coole Actionfigur. Okay, ich habe keine Batterien drin. Damit hatte ich damals so ein paar coole Bilder gemacht. Auch diesen Link, den ihr mal immer in der Endcard gesehen habt. Ich blende mal ein Bild ein. Den habe ich mit dem hier gemacht. Nur in der kleineren Variante. Mal so als Info. Ja, Kirby aus Kirby und das magische Garn. Auch sehr cool, hier hängt ein Haar von Michi. Hallo? Igitt? Was macht das da? Ja, Game Boy Pocket auch noch sehr, sehr gut erhalten. Da bin ich sehr froh drüber. Mit Pocket habe ich damals auch sehr viel gespielt. Micro, der ist wirklich nur als Sammlergegenstand hier. Also ernsthaft gespielt habe ich heute wie damals nicht mit dem. Und natürlich der blaue Panzer aus Mario Kart 8. Jetzt momentan ja auch wieder aktuell durch Mario Kart 8 Deluxe für die Switch. Übrigens ein sehr schönes Spiel und
Der Battle-Modus macht echt viel Spaß. Auch hier kombiniere ich jetzt Fach Nummer 3 und 4 wieder zusammen, weil wie man sieht, da steht nur eine Sache drin. Ja, fangen wir mal mit unten an, nämlich Donkey Kong. Ist halt so eine bewegliche Actionfigur, die kann man sich hinstellen, dann kann man hier noch so machen oder so. Okay, das geht jetzt irgendwie nicht. Sieht wirklich sehr cool aus, ist auch noch sehr gut erhalten, dafür, dass er aus 1994 sein soll oder ist. Ja, ich als Donkey Kong-Fan, also was Cooleres gibt es momentan nicht, was ich mir in die Vitrine stellen könnte. Also Plüsch ist halt nicht so mein Ding. Das ist zwar auch so fellmäßig, aber es sieht halt mehr so figurenmäßig aus. Ja, dann haben wir hier den Mega Man Helm. Da kann ich ja auch mal kurz aufklappen. Mal gucken, ob das geht. Mensch. Wo ist denn der Knopf gewesen? Bin ich jetzt bescheuert? Ach da. So. Dann leuchten hier so die Seiten. Moment. So. Sieht halt auch sehr, sehr cool aus, gerade wenn man das so alles ein bisschen dunkel hat und mit dem Mega Buster zusammen. Wer sehen will, wie ich das Ding auf dem Kopf habe, schaut das Unboxing an, weil da habe ich das, glaube ich, zum Ende des Videos auf dem Kopf. Kann man sich nämlich aufsetzen. Wirklich sehr strange, also. Aber das Ding wollte ich halt immer haben. Das hat, glaube ich, oder sollte, was war denn das? Ich glaube, 260 € kosten für lange, lange Zeit. Und dann hatte ich es vor kurzem, ich glaube in diesem Jahr. Ich glaube in diesem Jahr habe ich das gefunden für 130, nagelneu. Und da habe ich natürlich zugeschlagen, ne? Gerade in Kombination mit dem Mega Buster. Ein absolutes Muss für mich. Ja, das war jetzt mein Vitrinenvideo 2016. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lang das Video am Ende jetzt geworden ist durch die ganzen Schnipsel hier, aber ich schätze, über 20 Minuten ist es doch schon gegangen. Ja, hat sich auf jeden Fall viel verändert, wenn man jetzt so die alten Videos vergleicht, zum Beispiel Dark Link. Die Statue habe ich jetzt leider nicht mehr. Die habe ich für diese Kamera hier geopfert vor 2 Jahren. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr da zu irgendwelchen Sachen nochmal was sehen wollt, zu den meisten Stuff habe ich halt Unboxings gemacht. Zu den Statuen auf jeden Fall, zu den Gameboys. Kurze Drehung. Hier ist dunkel. Linkbüste, Power Glove und etc. Da könnt ihr auf jeden Fall in der Playlist Merchandise und Nerdstuff fündig werden. Ja, das war's ansonsten jetzt von mir. Ich verabschiede mich und wir sehen uns dann demnächst wieder, auch in der Roomtour. Denkt dran, da kommt demnächst nochmal was. Bis dann und haut rein!